Endlich volljährig am 22. März feiert Anna Ermakova, die uneheliche Tochter von Tennislegende Boris Becker, 50, ihren 18. Geburtstag. Im Laufe der Jahre hat sie sich zu einer hübschen jungen Frau mit außergewöhnlichem Aussehen gewandelt. Ihre leuchtend roten Haare, ihre vollen Lippen, sowie die ausdrucksstarken Augen sind ihr Alleinstellungsmerkmal. Sie mag ihrem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten sein, doch die Model-Gene hat sie ganz klar von ihrer Mutter Angela Ermakova. Von Geburt an berühmt, das aus Russland stammende britische Model Angela Ermakova wurde 1999 als Beckers Besenkammer-Affäre berühmt. Deshalb geisterte, noch bevor Anna überhaupt auf der Welt war, ihre Geschichte bereits durch die Klatschpresse auf der ganzen Welt. Die Ehe von Becker mit seiner damaligen ebenfalls schwangeren Ehefrau Barbara, 51, zerbrach daraufhin. Der ehemalige Tennisprofi leugnete die Vaterschaft seiner einzigen Tochter zunächst. Erst durch eine Klage gab Becker die Vaterschaft zu und erklärte sich zu Unterhaltszahlungen bereit. Seitdem äußert er sich stets regelmäßig und positiv, aber nie allzu persönlich über Anna. Das Verhältnis scheint distanziert zu sein, wie aus einem Interview von Anna und Angela Ermakova aus dem Jahr 2015 hervorgeht. Dass sie ein gutes Verhältnis hätten, verneinte die heute 18-Jährige damals gegenüber Gala. Das zu sagen, würde nicht von Herzen kommen. Ein gern gesehener Gast in ihrem Haus, das in London nur 20 Minuten von Beckers Wohnort entfernt ist, wäre ihr Vater zu diesem Zeitpunkt nicht. Wir möchten ehrlich sein, deshalb sage ich, es wird diese Einladung zu diesem Zeitpunkt nicht geben, sagte ihre Mutter Angela außerdem. Ob sie den Ex-Tennisstar selbst gelegentlich sehe, dürfe sie nicht beantworten. Es gibt rechtliche Gründe, warum wir darüber nicht reden können. Immer noch nicht, Anna lebt ihren Traum, wie das wahre Verhältnis der drei derzeit ist, wissen wohl nur Vater, Mutter und Tochter selbst. Abgesehen davon hat sich Anna Ermakova inzwischen ihren Traum von der Model-Karriere erfüllt. Mit 14 Jahren gab sie ihr Laufstegdebüt auf der Berliner Fashion Week. Sie durfte für das Label Riani die Show eröffnen. Das hier ist ein absoluter Traum, der für mich in Erfüllung gegangen ist. Alle meine Freundinnen träumen von einer solchen Chance. Alles ging so unwahrscheinlich schnell bei mir, erzählte sie damals Bild, auf ihrem Instagram-Account folgen der rothaarigen jungen Frau mit den wilden Locken über 15.000 Menschen. Dort präsentiert Anna nicht nur Fotos von ihren Modeljobs, sondern auch Einblicke in ihr lange vom Licht der Öffentlichkeit abgeschirmtes Privatleben. Auf dem Kanal finden sich Fotos mit ihren Freundinnen, Bikini-Schnappschüsse oder auf Reisen entstandene Bilder. Nur selten ist ihre sonst allgegenwärtige Mutter Angela Ermakova zu sehen. Inzwischen scheint Anna Ermakova zu einer selbstbewussten jungen Frau herangereift zu sein, die ganz genau weiß, was sie will. Mit ihrer Volljährigkeit und ihrem außergewöhnlichen Look steht ihr nun ein aufregendes Leben als Model bevor, Spot on News.